Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside the Team, präsentiert von Suzuki, Autohaus, Bergmann und Söhne. Heute mit Marvin Ogunsiepe. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Marvo. Marvo, wie geht's dir heute? Alles im Rhein? Ja, mir geht's gut. Die erste Trainingseinheit ist schon hinter mir. Jetzt kommt nach dem Interview gleich die zweite. Freue mich schon. Sehr gut. Marvo, du bist ja ausgeliehen dieses Jahr bei uns vom FC Bayern München. Wie muss man sich so einen Vorgang vorstellen? Kommt da der Agent auf dich zu und sagt, Marvo, wie wär's diese Saison mal woanders? Ist das dein eigener Wunsch gewesen? Wie kommt sowas zustande? Es ist so zustande gekommen. Ich bin noch immer ein junger Spieler und ich glaube, das Wichtigste für meinen Prozess ist es einfach viel zu spielen oder so viel wie möglich zu spielen. Und ich habe mich mit dem Verein Bayern München und meinem Agenten zusammengesetzt und haben darüber geredet, was das Beste für meine Entwicklung ist. Und ich glaube, da waren wir uns relativ schnell einig, dass es das Beste wäre, dass ich irgendwo hingehe, wo ich viel spiele. Und da, ich glaube, die beste Option war einfach Hamburg, weil ich viele Gespräche mit Coach Taylor und Marvin geführt habe und ich habe von Anfang an ein gutes Gefühl gehabt. Und alle Parteien waren sich da einig, dass es ein guter Step für mich sein wird. Und ja. Und bist du bisher zufrieden, Spielzeit, und du hast ja wahrscheinlich auch noch persönliche Ziele selbst gesetzt nebenbei. Ist das schon eingetreten alles oder arbeitest du noch daran im Moment? Ich arbeite auf jeden Fall noch immer im Moment. Ich glaube, es gibt immer, besonders als junger Spieler, gibt es viele Up and Downs. Wir sind nicht sehr gut als Mannschaft gestartet in dieser Saison und auch aus individueller Sicht von mir persönlich war es auch nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Aber ich weiß, dass es ein Prozess ist. Ich weiß, dass ich geduldig sein muss. Es gibt immer Höhen und Tiefen und die nehme ich an und ich versuche einfach eine gewisse Konstanz da reinzubringen und regelmäßig gut zu spielen. Du bist ja auch sehr vielseitig einsetzbar. Mal auf dem Forward, mal haben wir dich auch schon auf dem Center gesehen. Wo fühlst du dich denn am wohlsten? Als Big Man oder auf dem Forward? Ich persönlich fühle mich auf der Position Power Forward wohler, sagen wir mal so. Ich helfe gerne auch auf der Center-Position aus. Ich aber selber sehe mich wirklich ein bisschen mehr als Power Forward. Aber ich, wie gesagt, ich bin, glaube ich, ein variabler Spieler. Ich kann beide Positionen spielen und ich glaube, damit kann ich der Mannschaft auch sehr helfen. Je nachdem, wie die Gegner spielen, kann man mich variabel einsetzen und gegen größere Spieler habe ich einen Vorteil, schneller zu sein. Gegen kleinere Spieler, die kann ich am Post, wie sagt man, bearbeiten. Du bist ein vielseitiger Spieler, du hast aber auch schon viele große Städte gesehen. Du kommst ursprünglich aus Wien, hast eine lange Zeit in München gespielt und jetzt in der schönsten Stadt der Welt, Hamburg. Teilst du meine Meinung oder würdest du, versuch doch mal die drei zuzuordnen. Erster Platz bis dritter Platz. Was ist deine Einschätzung? Ja, Platz 1 ist unangefochten Wien. Wien ist einfach eine schöne Stadt. Ich bin da aufgewachsen. Ist einfach ein anderes Gefühl, wenn ich dort bin. Aber ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ich habe Glück gehabt, in Wien, München und Hamburg gespielt zu haben. Aber ja, rein von der Stadt her würde ich sagen Wien. Platz 2, schwierig. Dadurch, dass ich auch 5 Jahre in München war und das auch so ein bisschen meine Zeit der Heimat geworden ist, würde ich auch sagen München. Auch weil es eine schöne Stadt ist, besonders im Sommer. Aber ich glaube, im Sommer, also als ich im Sommer hierher gekommen bin nach Hamburg, war ich überrascht, wie schön Hamburg ist und wie viele schöne Sachen man machen kann oder wie man die Natur auch hier genießen kann und auch den Hafen. Also ich glaube, München und Hamburg teilen sich den zweiten Platz. Okay, das akzeptiere ich. Apropos Hamburg, ich habe gehört, deine Mutter kommt zu Besuch dieses Wochenende. Was zeigst du ihr denn in Hamburg? Ja, meine Mutter ist jetzt schon da, die hatte gestern Geburtstag. Alles Gute nochmal, Mama. Was gucken wir? Ja, wir gucken uns am Freitag, danke Rupert, wir gucken uns am Freitag König der Löwen an, das Musical. Freue ich mich schon richtig. Ist auch ein kleines Geburtstagsgeschenk für die Mama. Die wollte da auch unbedingt hin. Ich war selber auch noch nie da und ich bin auch gespannt, aber ich habe nur gute Sachen darüber gehört. Deswegen, ja, ich freue mich. Ich war auch neulich gerade erst wieder da. Es war sehr, sehr schön. Und Wien übrigens, muss ich auch bestätigen, ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. War ich auch zuletzt. Wirklich hervorragend. Apropos Wien, wo gibt es in Wien das beste Wiener Schnitzel? Puh.
Plaschuta, würde ich sagen. Mhm. Ja, ich war im Fegemüller, war auch gut. Auch, ja. Ja, ist schwierig. Ich finde beides ziemlich stark. Ja. Gut, Mavo. Also, das waren meine Fragen. Wir haben ja auch auf Instagram mal wieder dazu aufgerufen, dass unsere Fans dir Fragen stellen dürfen. Vorher darfst du natürlich noch einmal unseren Ball hier dir da eine aussuchen. Schön laut vorlesen. What's your favorite Towers moment? Muss ich auf Englisch antworten, oder? Okay. Okay, ich glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher, der erste Sieg in Gießen. Es war ein ständiges Auf und Ab und es war einfach der erste Sieg der Towers-Geschichte in der Bundesliga. Deswegen war es schon mal etwas Besonderes. Und ich glaube, für mich bis jetzt der beste Towers-Moment. Ich muss aber dazu sagen, das Spiel in Frankfurt, ja. Wenn der Game-Winner reingegangen wäre, dann würde ich den, glaube ich, nehmen. Ich hätte gedacht, dass das eventuell der Moment gewesen wäre, aber wir haben leider nicht gewonnen. Ja. Also wenn wir gewonnen hätten und der reingegangen wäre, auf jeden Fall unangefochten. Ich glaube, das kann man auch nicht schlagen dann. Ich glaube, das wäre auch von euch ein Top-Moment gewesen. So, Mavo, jetzt kommen die Fragen von Instagram-Fans. Die erste Frage, wer war dein Basketballvorbild als Jugendlicher? LeBron James, würde ich sagen. Ich habe den immer von Anfang an, also seitdem ich Basketballspiel verfolgt und ich habe seine Karriere gesehen, immer ein Vorzeigeprofi gewesen, nie Skandale gehabt oder nie Skandale, von denen man irgendwas gehört hat, aber am Spielfeld, was der für Sachen gemacht hat und was er noch immer macht in dem Alter, und man denkt irgendwie, der könnte noch locker 10 Jahre spielen, so wie er momentan drauf ist. Auf jeden Fall mein größtes Vorbild gewesen als Jugendlicher. Seit wann spielst du Basketball und wo hast du angefangen? Seit wann? Ich spiele, seitdem ich 14 bin, also relativ spät begonnen. Angefangen habe ich bei Union West Wien, ganz kleiner Verein in Wien. Ja, lustige Geschichte nebenbei. Ich bin dazu gekommen, dass ich in einem Park nach der Schule ein bisschen Fußball spielen war und dann ein Basketballtrainer zufällig dort auch hingekommen ist und der hat mich Fußball spielen sehen und dann meinte er, ja, du bist groß und willst du nicht mit uns ein bisschen mitspielen? Und ich war sowieso sportbegeistert und habe gesagt, ja, warum nicht? Ich habe eigentlich jede Sportart gemacht, habe ein bisschen mitgespielt, hat auch Spaß gemacht und ich habe damals, also ich war sehr schlecht, weil ich davor noch nie Basketball gespielt habe. Aber der Trainer war beeindruckt irgendwie von meiner Größe und hat gemeint, ja, willst du nicht mal auf ein richtiges Training kommen mit uns? Habe ich ja gesagt, war am nächsten Tag direkt dort und hat mir so von Anhieb so Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ja, es wird, glaube ich, nichts mehr mit dem Fußball. Also ich glaube, ich bleibe bei Basketball. Ja. Schön, gut, dass er dich entdeckt hat. Die nächste Frage, woher kennst du David Alaba? Mein Vater und sein Vater, die kennen sich schon, weiß nicht, über 30 Jahre, sind beide nach Wien gekommen aus Afrika. Als ich nach München gegangen bin, hat sich David eigentlich direkt von Anhieb, als ich nach München gekommen bin, um mich gekümmert. Ich war mit 17, 18 alleine in der Neustadt, ohne Familie. Und er war so ein bisschen mit seinen Eltern gemeinsam meine Familie in München und ich konnte immer nach dem Training, da ich noch nicht kochen konnte, konnte ich immer zum Abendessen kommen oder, keine Ahnung, wir sind ins Kino gegangen oder einfach zu Hause gechillt. Es hat sich einfach eine richtig gute Freundschaft entwickelt und ja, deswegen. Ja. Schön. Das passt ganz gut zur nächsten Frage, da weißt du bestimmt, wer die gestellt hat. Wie läuft es mit dem Kochen? Carina, alles klar. Ja, besser auf jeden Fall. Ich mache Fortschritte. Ich habe ein gutes Kochbuch bekommen, wo es gute Rezepte gibt und auch schon ein bisschen rumexperimentiert. Es wird besser auf jeden Fall, ja. Sehr gut. Was ist dein, was kannst du am besten kochen? Hähnchencurry. Kannst du dir vorstellen, länger in Hamburg zu bleiben? Auf jeden Fall, ja. Also
Ich weiß zwar nicht, was in Zukunft passieren wird, da ich, wie gesagt, ausgeliehen bin aus München. Aber vorstellen könnte ich es mir auf jeden Fall, ja. Sehr schön, das wird wahrscheinlich viele von euch freuen. Dann keine Frage und lustigerweise von Bo's Mutter, von Joanne Beach, ein Herzchen und ein Basketball. Die sendet sie immer, wenn sie Bo eigentlich sieht, aber hast du auch bekommen. Dankeschön. Genau, das war's auch schon. Danke, Marvo, dass du die Zeit genommen hast. Wir sehen dich am Samstagabend gegen Würzburg, nicht Crailsheim, ich wollte Crailsheim sagen. S. Oliver Würzburg, um 20.30 Uhr geht's los in der Edeloptics.de Arena. Wer Glück hat, hat Tickets. Wer nicht so viel Glück hatte, kommt ins Hamburger Ding. Und wir freuen uns alle und hoffen auf den ersten Heimsieg. Nicht nur in diesem Jahr, sondern in dieser Saison. Und wir freuen uns, wenn wir euch auch wieder bei der nächsten Folge Inside the Team sehen.